Du willst mehr über deine Kamera wissen? Du willst wissen, wie man moderne Spiegelreflexkameras oder Systemkameras korrekt einstellt? Oder du willst wissen, wie man den Pro-Modus von deinem Handy richtig bedient? Dann bist du hier bei diesem Video genau richtig, denn hier geht es heute darum, was ist die Blende, was macht die Blende? Eine von drei wichtigen Einstellungen in der Fotografie. Erklärung der Kameramodis. Moderne, professionelle und semi-professionelle Kameras haben in der Regel drei verschiedene Modis. Die Zeitautomatik oder Blendenpriorität, die Blendenautomatik oder Zeitpriorität und den manuellen Modus. Prinzipiell ist es so, hier kann man die Blende manuell vorwählen in der Blendenpriorität und alle anderen Parameter, also Verschlusszeit und ISO, passen sich automatisch an. Die Zeitpriorität ist vom Prinzip her ziemlich das gleiche, nur dass man hier die Zeit einstellt und die anderen Parameter sich passend verändern und der manuelle Modus bedeutet im Endeffekt, dass man sowohl die Blende als auch die Verschlusszeit vorwählen kann und sich entweder die ISO alleine anpasst oder aber, dass man sogar auch die ISO noch automatisch auswählen kann, je nachdem, was für eine Belichtungssituation man hat und wie man das Bild eben vom Look her haben möchte. Die Blende am Objektiv. Im Wesentlichen besagt die Blende, wie weit offen oder geschlossen der Bereich ist, in dem das Licht durch die Linse auf den Sensor gerät. Hier haben wir ein recht lichtstarkes Objektiv mit Blende 1.8. Wenn wir das jetzt zumachen, zum Beispiel auf Blende 4, sehen wir, dass hier die Blendenlamellen sich geschlossen haben. Wir können das jetzt auch weiter zumachen, zum Beispiel auf 8. Sehen wir, es wird noch weiter zu, und wenn wir es dann ganz zumachen, auf 22, sieht das so aus. Wir können das Ganze natürlich wieder aufmachen auf Blende 1.8. Das Ganze ist hier bei diesem alten manuellen Objektiv so abgestuft, dass du quasi jede Blendenstufe manuell einrasten kannst. Also 2.8 ist doppelt so lichtstark, beziehungsweise doppelt so viel Tiefen und Schärfe wie F4 oder F5.6, F8 und so weiter. Das sind diese Schritte, die immer genau den doppelten oder halben Effekt haben. Jetzt habe ich ein paar Bilder für euch vorbereitet, die euch zeigen, wie sich die Belichtung des Bildes verändert, wenn man die Blende bei sonst gleichen Einstellungen anders einstellt. Zum Zeigen verwende ich meine Figuren von Saitama, Goku, Ethanol und Methan. Das Referenzbild wurde bei 5.6 aufgenommen und normal belichtet. Goku ist hierbei im Fokus. Das nächste Bild wurde bei Blende 4 aufgenommen und es ist schon zu erkennen, dass das Bild wesentlich stärker belichtet ist, also wesentlich heller wirkt. Das nachfolgende Bild wurde bei Blende 1.8 aufgenommen und ist schon stark überbelichtet. Nach den Offenblenden kommen wir jetzt wieder zum Referenzbild bei Blende 5.6 zurück. Hier bei Blende 8 ist das Bild dann schon wesentlich dunkler und wenn man dann extrem auf Blende 22 geht, sieht man eigentlich, dass das Bild schon fast ja schwarz ist. Nun komme ich zu etwas sehr Wichtigem, was ich bisher gar nicht erwähnt habe, und zwar den Einfluss der Blendeneinstellung auf die Tiefenschärfe des Bildes. Der neue Versuchsaufbau ist wie folgt. Ganz vorne steht Methan, danach kommt Goku, etwas weiter hinten kommt Saitama und ganz hinten im Eck ist dann Ethanol zu sehen. Ich habe sie so aufgebaut, damit man ganz klar sieht, was scharf gestellt ist bzw. wie weit nach vorne und nach hinten scharf gestellt wird. Bis auf dem ersten Bild, welches mit Blende 1.8 aufgenommen wurde, wurden alle Bilder gleich belichtet mit Blendenpriorität, wo sich alle Einstellungsparameter automatisch anpassen und es wurde immer auf Gokus von uns aus gesehen linken Auge fokussiert. Und wie man hier sehr schön sehen kann, ist alles, was auf der Höhe von Gokus Auge ist, scharf gestellt, das sieht man auch sehr gut am Boden und alles davor und dahinter ist unscharf. Generell hat man bei Offenblende eine sehr geringe Tiefenschärfe, so kann man besonders schön Dinge freistellen, die man eben zum Beispiel hervorheben möchte. Ich lasse euch jetzt einfach mal die Blendenreihe von F2 bis F22 durchlaufen. Ihr könnt dann selbst sehen, dass man auf jeden Fall einen Unterschied in der Tiefenschärfe wahrnehmen kann. Und man kann sich auch dann auch nochmal die Bilder anschauen mit F2 und vergleichen mit zum Beispiel F8. Und so sollte im Wesentlichen klar werden, was der große Unterschied ist.
So, bei Blende 22 angekommen, blende ich auch gleich nochmal ein Bild von Blende 2 ein. Man sollte aber den Unterschied auf jeden Fall erkennen können. Bei Blende 22 ist das Bild von vorne bis hinten scharf, während bei Blende 2, was ihr jetzt hier seht, quasi nur der Bereich um Gokus Kopf scharf gestellt ist. Noch zu erwähnen ist außerdem, dass bei Blende 22 der Fokus ganz schön gepumpt hat, sprich aufgrund des wenigen Lichts, das reinkam, was ich vorher im Video behandelt habe, hat sich der Fokus sehr schwer getan, auf mein gewünschtes Objekt zu fokussieren. Das gleiche lässt sich natürlich auch beim Freistellen eines einzelnen Motivs feststellen, weshalb ich Goku jetzt nochmal für euch in den Blenden 2, 4, 8 und 11 fotografiert habe. Hier ist noch zu erwähnen, dass das Motiv wesentlich näher an der Kamera war, was das Ganze auch nochmal beeinflusst, weshalb wir hier bei Blende 11 feststellen, dass der Hintergrund trotzdem noch leicht unscharf ist. Hier ist mal noch etwas zur Theorie zur Blendenreihe. Wir haben die Werte 05, 07, 1, 14, 2, 28 und so weiter. Und diese nennt man ganze Blendenstufen. Diese Zahlen sind exakte Vielfache davon, wie viel Licht auf dem Sensor fällt. Stellt man zum Beispiel die Blende von 4 auf 2,8, geht die Blende quasi auf und wird verdoppeln die Lichtmenge, genauso wie sie sich verdoppelt von 2,8 auf 2. Das funktioniert auch mit allen anderen Zahlen, wenn man zum Beispiel auch von 8 auf 5, 6 geht, doppelte Lichtmenge und so weiter. Den gleichen Effekt haben wir auch, wenn wir die Blende schließen, zum Beispiel von 4 auf 5, 6 oder 5, 8 auf 8. So halbieren wir immer die Lichtmenge, die auf den Sensor geht. Deswegen spricht man auch von ganzen Blendenstufen. Natürlich gibt es auch Zwischenstufen wie Blende 1.6, Blende 1.8, aber zur Erklärung genügen die ganzen Blendenstufen. Wie genau kann man von der Blendenzahl auf die Öffnungsweite schließen? Das erkläre ich euch in folgendem Rechenbeispiel. Für dieses Rechenbeispiel nehmen wir meine 35er Festbrennweite mit Blende 1.8 her, wobei man einen Faktor von 1.5 mit in die Rechnung reinnehmen muss, weil es sich um einen APS-C-Sensor handelt bei der A6000. Als erstes müssen wir die Brennweite des Objektivs am APS-C-Sensor auf das 35mm Kleinbild, auch Vollformat genannt, umrechnen. So kommen wir mit 35mm mal 1,5 auf eine Brennweite von 52,5mm. Auf die Öffnungsweite in Millimeter der Blende kommen wir dann, indem wir die Kleinbildbrennweite durch die Blendenstufe, also hier 1,8, teilen. Hier kommen wir quasi auf eine maximale Blendenöffnung von 29,17mm. Nur zum Verständnis noch eine zweite Rechnung mit einem fiktiven 25mm Objektiv mit Blende 2.0, diesmal an einer Kleinbildkamera. Hier teilen wir einfach wieder die 25 durch 2.0 und kommen so auf 12,5mm Öffnungsweite. Und im dritten Beispiel das gleiche noch einmal mit 100mm Blende 2.8 an Kleinbild, da würden wir auf 50mm Öffnungsweite kommen. Zum Abschluss gibt es von mir noch ein paar Tipps und Anmerkungen. Tipp Nummer 1 habe ich vor lange mal im Internet gelesen und der lautet: Mensch und Tier, nimm F4. Bei APS-C heißt das zwar eher nimm Blende 2.8, weil das ja umgerechnet Blende 4 ist im Kleinbild, aber das hat ganz einfach den Hintergrund, wenn man Menschen oder Haustiere fotografiert, reicht oft ein sehr geringer Schärfenbereich von F2, F1.8 nicht aus, um das Motiv ganz scharf abzubilden, und im Nachhinein ärgert man sich oft. Natürlich gibt es Ausnahmen, wenn man bewusst so eine Hintergrundunschärfe haben möchte oder bewusst Bereiche unscharf haben möchte. Aber in der Regel weiß man das. Also im Zweifelsfall Blende 2.8 APS-C, Blende 4, und man sollte recht sicher fahren. In der Landschaftsfotografie ist das Ziel oft, hohe Tiefenschärfen zu haben, weshalb es sich empfiehlt, Blenden ab 5.6 zu nehmen, außer die Lichtverhältnisse lassen nichts anderes zu als Blende 4 oder 2.8, weil sonst einfach zu dunkel ist. Das erste Bild ist mit Blende 8 aufgenommen. Das zweite Bild mit Blende 11 bei 210mm Brennweite, und so kann man auch eine recht hohe Tiefenschärfe erkennen in den Bildern. Die Nachtfotografie ist ein Thema für sich. Hierfür gibt es sehr viele interessante Videos auf YouTube. Allerdings hier der wichtigste Tipp meinerseits ist, offenblendig fotografieren, also so offenblendig wie möglich, dass man möglichst viel Licht einfängt, sodass die anderen Einstellungen nicht behindert werden. So konnte ich zumindest die allerbesten Ergebnisse erzielen, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Und zum Abschluss noch ein kleiner Tipp aus meiner Stockfotografie. Hier könnt ihr eins meiner Bilder sehen. Das Bild ist mit Blende 5.6 aufgenommen,
denn das Problem bei Nahaufnahmen von Pflanzen oder anderen Gegenständen ist oft, dass man sonst einfach das Motiv nicht scharf bekommt, was bei Stock dazu führt, dass es abgelehnt wird, weshalb ich da sehr oft mit Blende 8 fotografiere sogar oder wie hier mit Blende 5-6. So, das war es nun auch schon wieder zum Fotografie-Quick-Tipp-Thema Blende. Ich hoffe, der ein oder andere konnte etwas daraus mitnehmen und es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video. Ciao!